Ach, das ist ja echt wieder typisch, ne? Die Schildkröten hier. Also ich fahre mal eben einmal hier um diese Insel hier drumherum. Mal gucken, ob wir irgendwo hier eine kleine Sandmine uns irgendwo hier in so einer unauffälligen Stelle mal irgendwie... Ja, hier ist ein bisschen wenig, ne? Ich will ja hier auch nicht die Landschaft, da ist ja auch noch ein Boot, verschandeln. Da ist ja irgendwie noch ein... Ach, das ist hier so ein Magma, ne? Mhm. Ich fahr mal eben mal Richtung Dorf. Mal eben hier unter der Brücke vielleicht nochmal unter durch. Mal schauen, wie sich die so... Ja, hier ist auch noch ein bisschen Sand. Die macht sich auch so langsam oben. Wird das ein bisschen grüner? Ich guck mal eben einmal da hoch. Ja, das wird. So, da ging es Richtung Dorf. Weiß gar nicht. Ich werde mal einmal eben in die Richtung mal eben fahren. Nur mal eben, um zu schauen. Was da so ist. Ich laufe hier einfach mal lang. Das wäre jetzt ja hier sozusagen die Verlängerung hier von der Sichtachse zu der Brücke. So, dann machen wir hier mal immer mal so ein bisschen was weg. Wir bräuchten eigentlich ein Wüstenbiom, ne? Das ist ja alles viel zu wenig hier. Ich werde gleich mal eben das Bett mal eben aufstellen und dann fahre ich mal eben mit dem Boot mal einmal hier eben mal ein Stück weiter. Und so langsam kennen wir uns ja auch schon so ein bisschen aus hier auf der Karte, sodass wir auch dann hier etwas größere Runde mal drehen können. Mal eben hier ins Bett aufstellen. Ich pack die Werkzeuge erstmal eben beim Dorf dann in so eine Kiste. Und dann werde ich von dort aus mal eben noch eine kleine Runde weiter drehen. So, mal sehen. Ich fahr mal hier lang. Weißt du, da ist auch schon ein bisschen Sand. War alles noch ein bisschen wenig, ne? Ja. Ich würde es gern da lassen. Da oben ist noch der Gaul.
Na. Ja. So, mal sehen. Wir hatten ja hier letztes Mal auch diesen Weg ja auch angebaut. Und Bäume gepflanzt. Mal im Schauen hier, wie sich das so entwickelt. Hier ist auch noch ein bisschen Sand. Na, aber so richtig. Ja, sieht auch schön aus hier mit diesen kleinen Gräben hier. Na? Blub, blub. Ja. Okay. Na. So, mal eben eine Werkbank. Da wachsen schon die ersten Bäume und die werden auch schon so ein bisschen herbstlicher hier. Ja. Ja, mal sehen. So, ich guck mal eben hier die Werkbank hin und immer so eine Feldkiste mal eben aufstellen, wo wir dann hier die Geschichte mal eben reinpacken hier, die wir fürs Dorf so uns ja so zurechtgelegt haben. Das mit dem Weizen, ich würde dir ganz gerne einfach ein bisschen das Dorf einfach ein bisschen erweitern, ne? So gucken, dass wir hier so diesen Weg entlang vielleicht einfach hier das so ein bisschen kultivieren und ja, dann hier im Prinzip so eine Art Handelsstraße, Handelsroute machen, weil der Weg ist ein bisschen dicht an den Bäumen. Das geht gerade noch so, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir den auch nochmal wieder wegnehmen hier. Mal sehen. Ah, ich lasse das jetzt erstmal alles mal so wachsen, mal gucken, was so passiert. Hier ist auch noch Sand. Ich mag hier irgendwie auch nichts wegnehmen. Ne? Ich werde mal hier so ein bisschen an der Kante mal so ein bisschen was. Das wäre einfach zu schade. No. Naja, nee, das ist irgendwie. Das wäre irgendwie schade, wenn man jetzt hier das wegnehmen würde. Da würde ich lieber mal auf ein Wüstenbiom mal. Da hinten. Ich weiß gar nicht, was da noch so ist. Ich versuche mal mit dem Boot vielleicht mal immer rüber. Naja, habe ich ja noch dabei. So. Mal eben schauen, was da noch so ist. Na, hier die Fische sind auch toll. Ne? Ich guck mal eben hier lang. Na. So. Ja, hier sind ja auch noch Berge. Da ist eine Fackel, sehe ich, und noch ein Boot. Ach, das ist ja hier unser Berg hier. Ja. Das heißt, den müssten wir ja dann auch irgendwie nochmal andocken hier. Wir haben ja hier
diese Strecke hier Richtung Brücke und diese Strecke hier Richtung Dorf. So, das heißt, da müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie so verbinden. So, ich nehme jetzt hier doch nochmal so ein bisschen was weg hier. Na? So, ich schau mal eben bei ihm hier auf der anderen Seite. Na? So, ich fahr mal eben hier in die Richtung mal eben. Genau, da hatten wir die ersten Rohstoffe geholt. Hier kommen noch mal so ein paar dunkle Eichen und noch ein paar Pilze. Und hier ist noch ein bisschen Sand, aber alles so spärlich. Mal gucken, was hier noch so kommt hier. Ich glaube, hier waren wir bisher noch nicht, ne? Nee. Mal sehen. Ich habe jetzt auch keinen Kompass dabei.